Da bin ich wieder. Let's Play Final Fantasy 8 geht somit in die 51. Runde. Diesmal richtig gezählt mit den Parts. Wir sind in Fisherman's Horizon und Galbadia ist hier einmarschiert. Der Bahnhofsvorsteher will natürlich mit denen reden, aber wir wissen ja natürlich, dass sie nicht mit sich reden lassen. Deswegen müssen wir dann jetzt mal hinlaufen, um den zu retten. Vielleicht will er auch gar nicht, dass wir ihm helfen. Wenn die Gabardianer es nur auf den Garten abgesehen haben, hat der Alte nichts zu befürchten. Worüber reden die gerade? Wie oft muss ich das noch sagen? In dieser Stadt gibt es kein Mädchen, das Elione heißt. Was? Die reden über die? Wir werden dann die Stadt abfackeln. Wirklich, ich kenne keine Elione. Und wir erst recht nicht. Wir. Wie auch immer, die Stadt wird niedergebrannt. Befehl von Edea. Bitte nicht, nein. Ich blase hier auch ein. Willst du etwas erster sterben? Ist natürlich, passt natürlich super zusammen. Ich blase dir auch ein Witz etwas. Erstes Sterben, wie ich abschieße, das geht durch deine Schädeldecke durch. Nein, soll ich langsam einschreiten? Einschreiten. Ich dachte schon, du schaust nur zu. Nein, ich schau nicht nur zu. Ich zerhackstücke den Gegner. Ja, passend zur Musik zappelt er ab. Wer seid ihr? Wir sind die Seeds, Mann. Hey, hier sind Seeds. Holt das Eisengrat. Es tut uns leid, aber wir kennen leider keine anderen Methoden. Nova, ja. Nur keine Panik hier. Sind doch nur ein paar Soldaten. Mit meinem voluminösen Schwert mache ich die doch alle kaputt. Ja. Bang. Zwei unwichtige Charaktere. Ich kämpfe ja so gerne alleine. Anfangs husche ich immer so durch das Spiel durch. Bitte nicht leveln. Boah, Schwein gehabt. Ich habe vergessen, dass die Erfahrungspunkte geben. Was ist das? Tja, das sind unsere verbliebenen drei Charaktere. Ah, eine Infanteriewaffe im Schnelldurchlauf erledigen, Mann. Was hat der? Shell, Brotes, bla bla bla, bestimmt. Irgendwie so eine Scheiße. Interessiert mich auch gar nicht. Einfach drauf da. Ja. Bang. 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 Nova macht das schon. Gatling Gun. Sie schießt aus ihren Brüsten. Ja, das war schon. Wenn ich jetzt für den Erfahrungspunkte kriege, dann kotze ich extrem ab.
Gut. Das ist gut. Kiefer-MG brauche ich nicht, Gatling-Gun kenne ich ja schon. 20 Ability-Punkte, Effet-Beherrschung, GF-Magie plus 30%. Ja, weiche zurück. Und da kommen sie hochgekraxelt. Nova! Ja, das ist mein Name. Sie sind alle wohlauf. Ein Glück. Willkommen zurück, Selfie. Xell, Irvine, gut, dass ihr es geschafft habt. Und wie sieht es jetzt mit dem Garten aus? Es gab zwar einige Zwischenfälle, aber dem Garten ist nichts passiert. Juhu! Ja, gerade Xell dürfte sich hier freuen, weil es ja seine Schuld war. Wie kommt ihr eigentlich hierher? Nova, darüber sollten wir lieber später sprechen. Stimmt auch wieder. Quis ist, Arisa geht mit Selfie zum Garten. Ich werde mich hier noch etwas umschauen. Ich habe ein Rohr gefunden. Vielleicht würde es mich ja zum Klo. Mal gucken, hier war doch irgendwie. Irgendwie was. Ein Drawpunkt. Hast. Wing. Elfmal Hast. Dün, dün, dün. Und. Ifrit hat ja eine neue Fähigkeit gelernt. Ja, dann kann er gleich mal auf HP plus 20% bleiben. Würde auch mal ein bisschen besser. Joa. Weiter geht's. Kann ich jetzt noch nicht gegen den Kahn spielen. Hätte ich vorhin machen können, glaube ich. Der hat ja die Kyuzaku-Karte, aber die kann ich mir alle nach und nach später holen. Auf der dritten CD mache ich das ja immer. Es war denn scheiße mit den Hin- und Herwechseln von Kontinent zu Kontinent und dann werden die Regeln so arg vermischt. Aber naja, da kann man sich auch durch einen kleinen Trick behelfen, indem man die Regeln löschen lässt. Im Balam Garden, im Balam gibt es ja so einen Typen, der an den Bootanlegestellen da ist. Den kann man anquatschen, wenn man gegen den Karten spielt. Es sei denn nur noch Sudden Death und so. Ja. Du sagtest doch eben gut, dass ihr es geschafft habt. Ja und? Das passt gar nicht zu dir, aber ich finde das nett. Ja, schön. Das ist, weil ich die Verantwortung trage, weil ich das wirklich gedacht habe, weil ich das nur so dahergesagt habe. Ja. Weil ich das wirklich gedacht habe. Mir war eben danach. Was dagegen? So meinte ich das nicht. Du warst doch um deine Freunde besorgt, oder? So kann man es auch sehen. Nova, hättest du das auch? Ob ich das auch gesagt hätte, wenn du dabei gewesen wärst? Das weiß ich nicht. Warst ja nicht dort. Oh, woher wusstest du, was ich fragen wollte? War ja unschwer zu erraten. Das macht mich wieder glücklich. Ja, warst du denn vorher unglücklich? Jetzt übertreibt man nicht. Naja, bis dann, Nova. Ja, dann verkrümmel dich mal. Und kann spielen. Na? Ihr habt mir das Leben gerettet. War es Ihnen unangenehm? Das habe ich nicht gesagt, aber ich sage auch nicht Danke. Wir wollen keinen Dank, nur. Nur was? Was will ich überhaupt? Dass ihr uns versteht? Vergiss es, das bringt nichts. Ja, dass ihr uns versteht. Dass sie uns verstehen. Wir sind kein Haufen von blutrünstigen Killern. Aha. Ich hasse solche Gespräche, was sage ich ihm? Ich lasse es doch lieber, ich versuch's einfach. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber
Wenn wir durch Gespräche alle Probleme lösen könnten, wären wir die Letzten, die was dagegen hätten. Aber man braucht sehr viel Zeit, um den anderen zu überzeugen. Erst recht, wenn sich der Gegner dagegen sträubt. Mit solchen Leuten Gespräche zu führen, erfordert sehr viel Zeit und Energie. Daher, damit Menschen wie Sie Gespräche führen können, sind auch Menschen wie wir notwendig. Es gibt viele Menschen, die für Sie kämpfen. Denken Sie immer daran. Zu Deutsch, da es zu anstrengend ist und zu lange dauert, mit solchen Spasten zu reden, haut man denen lieber so lange und ausgiebig auf die Fresse, bis sie gar nicht mehr anders können, als klein beizugeben. Ja, so ist das. Ich will hier weg, Mann. Da ist ja endlich mal das Bild wechselt. Ja. Da war eine Timbermaniacs drin. Oh, 13.500 Gil, das ist doch schön. Seed Level 17. Hey, eine Timbermaniacs. Und gelesen. Fisherman's Horizon grase ich ja so ungern ab. Im späteren Verlauf komme ich höchstens nochmal wegen der Story hierher und dann nochmal vielleicht ab und an, um zwischen dem Flugschiff und dem Garten zu wechseln. Ansonsten nicht. Ja, hier ist ein Typ, der Waffen umrüsten kann. Da gucke ich doch ganz einfach mal, ob ich irgendwas verbessern kann. Also von den anderen Charakteren natürlich. Von mir geht ja schlecht. Ich könnte höchstens noch. Ah, Flametan ist ja voll lahmarschig. Sieht man ja hier: Vergehen und Strafe 124, Flametan 118. Case Right und Revolver 20 Stärke weniger. Ja. Gauntlet Maverick. Ich kann doch tatsächlich nichts umbauen. Das ist schade. Ich brauche einen Kampfbrocken für die Gauntlets. Habe ich denn nicht irgendeine Karte, die ich in einen Kampfbrocken umwandeln kann? Dann habe ich wenigstens bei Xell eine klein bisschen stärkere Waffe. Kartenwandler. Müsste es nicht irgendeine Karte geben? Ja. Fragwürdige Flüssigkeit. Bühl. Obwohl, Gesper kann ich auch gleich. Nein, nicht Gesper. Gaira. Fragwürdige Flüssigkeit kann man nie genug haben. Essence Fokaroll, Juicy Küsschen, Spitze Kralle, Tomberry, Küchenmesser, ja, Abyssurm, Windmühle, Invictus, Eisenrohr. Da brauche ich ja sowieso 6 Stück von. Sternsplitter. Kampfbrocken. Da haben wir schon mal einen Kampfbrocken. Stimmt, Invictus. Denn 6-mal Eisenrohr. Stimmt, die Karte habe ich mir extra 6-mal besorgt für Doomtrain. Ja, gut. Ansonsten hätte ich ja jetzt das verwenden können, damit die GF Magie plus 10% lernen. Also die das noch nicht hatten, so Leviathan und so. Ja. Dann brauche ich doch einfach mal Xels Waffe um. Willst du was? Kriegst du was? Hast du was? Kriegst du was? Ja. Von 19 auf 27. Schön. Oh, Valiant ist schon. Ja, okay. Normalerweise mache ich gleich von normal Handschuhen auf Ehrgeiz. Aber Gauntlet ist ja auch nicht so schlimm. Okay, weiter geht's.
Hey, du wieder, hä? Hast du mich vergessen? Wir haben uns am Kran getroffen. Stimmt, oder? Ich weiß nicht recht. Sorry. Wenn du schon so höflich bist, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja. Ich und mein Bruder kümmern uns um den Lift. Du hast ihn doch oben getroffen, oder? Ja, genau, stimmt. Es scheint, du hast nicht gewusst, mit wem du vorhin geredet hast. Na egal. Wir sehen uns alle ähnlich. Wenn du den Lift benutzen willst, sag mir einfach Bescheid. Mit dem Lift nach oben fahren? Jo. Alles klar. Okay, steig ein. Und ab geht die Post. Schön der Garten im Hintergrund. Oh. Wer wartet denn da auf uns? Irvine. Direktor Sid hat das Okay-Zeichen gegeben. Der Reparaturtrupp ist jetzt im Garten. Verstanden. Ach ja. Was? Die Leute von Fisherman's Horizon sind doch alle hochqualifiziert, oder? Ich habe etwas, was ich repariert haben möchte. Ob es in Ordnung geht, wenn ich sie mal frage? Warum guckt er eigentlich die ganze Zeit so jetzt zu uns? Also praktisch nicht zu der Figur, sondern halt in Richtung Bildschirm. Wenn die Arbeiten am Garten nicht im Verzug geraten, warum nicht? Aber übertreib's nicht, okay? Guck mich gar nicht an. Na klar, mache ich natürlich. Ich meine natürlich nicht. Guck die ganze Zeit nach links. Wieso folgst du mir? Selfie ist etwas betrübt. Du bist der Anführer. Es ist doch deine Aufgabe, sie aufzumuntern. Aber du magst ja solche Geschichten nicht. Ich dachte mir nur, ob ich da nicht nachhelfen kann. Wo ist Selfie? An der Bühne für das Sommerfest. Ja, das sagt dann natürlich sehr viel, wenn man nicht weiß, wo die Bühne für das Sommerfest ist. Aber das weiß ich ja, glücklicherweise. Moment mal. Mit Reparaturen haben die also das gemeint? Dachtest du, die kommen mit Hammer und Schraubenzieher? Nein, natürlich nicht. Komm jetzt. Wenn es um so etwas geht, ist es auf unseren Boss Verlass, ja. Auf unserem Boss. Auf unserem Boss. Ach ja, die gute alte deutsche Rechtschreibung. Boss mit SZ. Boss. So. Zurück im Garten. Jetzt muss ich mit dem Fahrstuhl nach unten fahren und zum Schulhof. Und an dieser Stelle mache ich doch einfach mal einen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.